Botanischen Garten angekommen, hier auf Hawaii. Aloha Freunde, nach meinen 4 Tagen als Homeless bin ich jetzt hier angekommen im Ritz-Carlton hier in Waikiki. Komm, ich zeige euch mal eine kleine Roomtour. So, wir sind jetzt gerade auf dem 27. Stockwerk. Das ist die Aussicht hier auf Waikiki Beach. Hier ist mein Schlafzimmer. Lass mal kurz testen, ob das auch so bequem ist wie das Auto. Ja, das geht klar. Test bestanden. Es waren damals harte Zeiten, wo man noch draußen duschen musste, am Strand mit diesen Strandduschen. Ding. Wir haben eine vernünftige Dusche. Endlich konnte ich meine Klamotten auch waschen, weil ich habe die jetzt gesammelt. Ihr wisst Bescheid, selbst ist daran. Also Leute, bleibt dran. Also Leute, was geht ab? Wir kommen zum nächsten Abenteuer und zwar gehen wir jetzt zum Schnorcheln. Dieser junge Mann da hinten möchte anscheinend, dass es der letzte Vlog wird. Er hat irgendwelche Süßigkeiten und ein Stück Brote und so für die Fische mitgenommen. Das ist gar nicht gut. Vor 4 Wochen gab es einen Haiangriff in Hurghada in Ägypten. Ne, zieht euch den mal rein. Das ist passiert, weil die Menschen andauernd irgendwelche Sachen ins Meer geschmissen haben. So sind die Haie dann interessiert geworden und sind näher an Land gekommen. Und so haben sie dann die Leute angegriffen. Also, nur mal kurz zum Protokoll. Dieser junge Mann screenrecordet das und schickt das der Polizei, falls ich vermisst werde. Und ich sag euch ehrlich, geht selber, macht euch schlau, schreibt mal im Google rein, Haiattacken auf Hawaii. Etliche, unendlich viele Haiattacken. Den einen den Fuß abgerissen, die eine Frau ist einfach verschwunden, wird seitdem vermisst. Der eine Surfer wird attackiert, ein Boot haben sie sogar attackiert. Gibt's Videos auf YouTube, zieht euch das mal rein. Ich weiß nicht, zu was für eine Scheiße ich mich wieder hier überreden lassen habe. So Leute, wünscht mir Glück, falls das unser letztes Wiedersehen war. Auf Wiedersehen, ich hab euch alle lieb und passt auf euch auf. Girl, she got a heart of diamonds and her eyes like pearls. Gotta take her with me when I tour the world. So give me a little bit more time. Hit it with a verse so dope, so prime, metaphorical. Leute, was geht ab? Ich hab den geilsten Typen hier in Hawaii kennengelernt. Und zwar der hier. Guck mal jetzt. Der verarscht die ganze Leute. Warte, ich zeig euch gleich ein paar geile Szenen. So, jetzt habt ihr beste View. Ich könnte hier den ganzen Abend rumstehen, ich schwör's euch. Das ist gefährlich. Die ist dran jetzt, sag ich jetzt schon. Everybody make noise, we got 21 hours! My future ex-wife. Hold on, another 20. Also Leute, jetzt wieder zurück im Hotel, gesund und munter angekommen, keine Haiattacke, nichts. Wir haben ein paar Schildkröten gesehen, ein paar coole Fische gesehen, schwarze Fische, bunte Fische. War auf jeden Fall sehenswert, sollte jeder mal gemacht haben, jeder, der hier nach Hawaii kommt. Und jetzt geht's erstmal zum Dinner, jetzt gibt's ein bisschen Sushi und danach schmeiße ich mich wieder in die Federn. Das war's also dann für heute. Gute Nacht. Dann morgen. So Leute, wie ihr habt, fangen wir jeden Morgen mit einer schönen Trainingseinheit an und auf ihr Hotel.
Also jetzt sind wir hier im Botanischen Garten angekommen, hier auf Hawaii. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die Natur an. Seht ihr diese Berge? Diese Rillen, die werden zu Wasserfällen, wenn es regnet. Ich wünschte, ihr könntet das so sehen, wie ich das gerade sehe, weil ich weiß, dass das auf Kamera niemals so krass aussieht, wie auf dem echten Auge. Dieses Grün, diese Berge, das ist richtig krass, wirklich. Also Leute, so viel zum Thema Regeln. Da steht No Pads allowed. Da steht No Drones. Und was haben wir dabei? Pads und Drones. Ein Interview mit Lucy. Hallo Lucy, wie geht es Ihnen? Wie gefällt Ihnen der Botanische Garten? Yes! Also, jetzt sind wir in so einer Art Food Corner mit so Food Trucks. Mal sehen, was sie zu bieten haben. Hier eine Poke Bowl mit Ahi, das ist der Tuna hier, Spicy Ahi. Wir haben einen Salat mit Ahi, auch wieder mit Thunfisch und Chips mit Ahi. Mal gucken, wie es schmeckt. Also Leute, das war's von unserem Hawaii-Trip. Ich befinde mich jetzt im Uber auf dem Weg zum Flughafen. Für mich geht es wieder zurück nach L.A. War ein richtig cooler Trip. Vor allen Dingen das mit dem Van war auch nochmal was ganz anderes. Ne? Diese Ups und Downs, die gibt es nur in meinem Leben. Das ist gut. Da sollte man sich auch drauf einstellen. Sehe ich wie Training. Ja, ich werde bestimmt nochmal zurückkommen. Ist halt sehr, sehr weit weg von zu Hause. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man die Zeit hat, kann man das ruhig mal machen. Kann ich auch jedem empfehlen, den Ort. Das Einzige, was schwierig ist, ist halt, es ist halt sehr, sehr teuer. Ne? Du bezahlst hier auf jegliche Sachen, bezahlst du so spezielle Arten von Taxis, Steuern. Einfach aus dem Grund, weil hier sehr viel naturbelassen ist und die haben hier so ein bisschen ihr eigenes, so ihre eigene Community und die chargen dich voll extrem für Taxis. So zum Beispiel das Hotel, was ich gebucht hatte, das hat die Nacht 350 gekostet. Beim Checkout hat es dann 450 Euro gekostet, weil dann Fees und Taxis und so drauf kommen. Das ist aber in Amerika eigentlich normal. Und ansonsten volle Kraft voraus. Ich würde sagen, fliegt einfach hin. Ihr könnt ja auch auf locker machen. Ne? Ihr müsst ja nicht jetzt in 5-Sterne-Hotels gehen oder sowas. Holt euch einen Campingwagen und macht entspannt. Ne, hier gibt es beides. Hier kann man auf locker losziehen. Man kann aber auch hier auch High Life machen. Ne? Am besten immer selber die Erfahrung machen, einfach selber herkommen. Ihr habt ein paar Eindrücke gehabt, ihr habt ein bisschen was daraus gesehen. Es gibt mit Sicherheit auch andere YouTuber, die euch mehr erzählen können über Hawaii. Ich rede ja nicht so viel, ich zeige immer mehr und ich mache jetzt auch nicht, ich setze jetzt nicht meine volle Kraft aufs Vloggen, sondern ich habe auch viel gesehen, ohne aufzunehmen. Aber jedem das Seine. Ne? Guckt euch gerne auch die anderen Jungs an. Ne? Vielleicht können wir ein paar von denen verlinken. Und ja, wir sehen uns aus L.A. wieder. Aloha. Ich würde sagen, Mahalo.